Es wäre eine Kirche, die heilend und befreiend wirken würde. Eine Kirche, die ernst macht, damit dass alle Menschen gleich viel wert sind. Eine Kirche, die sich nicht auf die Seite von Unterdrückern schlägt, die nicht Menschen abwertet, weil sie das falsche Geschlecht haben oder weil sie die falsche sexuelle Orientierung haben. Es wäre eine Kirche, in der Macht, wenn sie ausgeübt wird, was glaube ich unvermeidlich ist, kontrolliert ausgeübt wird. Kurzum, es wäre eine ganz andere Kirche als die autoritäre, absolute Monarchie, die sie derzeit ist.